Mein Name ist Benny Sigrist und ich bin Klavierbauer. Ich habe im 74 angefangen, meine Stiftung gemacht beim Jäcklin und bin 23 Jahre dort geblieben. Und nachher habe ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt schon seit 22 Jahren selbstständig. Und die letzten zwei Jahre jetzt hier in dieser neuen Werkstatt. Ich bin Josias Sigrist, bin ebenfalls Klavierbauer. Ich habe 2010 meine Klavierbaulehre abgeschlossen. Ich bin über verschiedene Wege von Kanada, über die USA, da jetzt zurück in die Schweiz zurückgekommen und jetzt seit zwei Jahren mit dem Vater zusammen im eigenen Geschäft, wo wir jetzt auch vergrößert haben und jetzt mit Kursen unterwegs sind. Das ist der erste Kurs, den wir heute gegeben haben. Und das war die Premiere, dass wir miteinander einen Kurs veranstalten, hier auf dem Areal. Also bis jetzt haben wir nur für Klavierbauer haben wir jetzt schon Kurse gegeben, wirklich für Fachtechniker. Aber dass wir jetzt für Pianisten einen Technikkurs machen, das ist das erste Mal. Genau. Also was gefällt uns am Kurs geben? Es ist total spannend, die Fragen, die auf uns zukommen und die Lebendigkeit von dem Austausch miteinander, die hat mir total Spass gemacht. Das Kursgeben ist auch eine Chance, um etwas zurückzugeben von dem, was wir selber haben erleben in den letzten paar Jahren, wo wir wissen und dürfen uns erarbeiten, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, um das an Leute weiterzugeben, die sonst nicht die Möglichkeit hätten. Es gibt so Kurse, wie wir hier veranstalten, schweizweit nicht. Bei unseren Kursen ist es speziell, dass es um Klavier geht. Es gibt keinen Klavierbaukurs als solches, wo wir auch wirklich mal ins Klavier hineinschauen kann, wo man das Klavier selber kann, Technik drinnen anlangen kann, dass man mal selber den Stimmhammer aufsetzen darf. Es ist praxisbezogen. Es geht wirklich, dass man praktisch arbeitet und praktisch dabei lernt. Und das andere ist noch, für Musiker ist das Klavier immer Blackbox. Die haben riesen Angst und riesen Respekt, ins Instrument ihnen etwas zu machen. Sie haben immer das Gefühl, sie machen alles falsch. Und ihnen die Scheu zu nehmen und sie zu ermuntern, auch mal wirklich in deine Reihe von einem Klavier, von einem Flügel hineinzuschauen, eine Mechanik rauszunehmen, einen Stimmhammer in die Hand zu nehmen, anzulangen, zu arbeiten. Der Respekt ist so riesengroß, dass man es ihnen zwei, dreimal sagen muss und sie fast mit der Hand herführen muss, dass sie sich überhaupt getrauen. Aber es ist so schön, wenn man sieht, wie sie lernen, mit dem Instrument umzugehen und selber können Hand anlegen und den ein oder andere Ton, das ein oder andere Problem können beheben. Unser Kurs richtet sich hauptsächlich an Leute, die mit dem Klavier zu tun haben oder mit dem Flügel. Die entweder Pianisten sind, die Klavierlehrer sind, die selber ein Klavier spielen. Das muss nicht ein Profi sein. Das geht wirklich vom Anfänger, der erst seit ein paar Wochen spielt, auf bis jemand, der schon seit 50 Jahren am Instrument dran ist. Und es soll wirklich für die sein, die enthusiastisch sind, die möchten lernen und die aber gleich bewusst damit umgehen und möchten bewusst mehr darüber wissen. Und es hat immer wieder Kunden, wo wir so im Gespräch sind und wir erzählen aus den Fabriken, wir erzählen aus unserer Werkstatt und dann sagen sie, oh, wenn ich einmal da dabei sein dürfte, das wäre schon etwas Wunderbares. Und dann sagen wir, ja, wir sind dran, dass wir einen Stimmkurs oder einen Mechanikkurs planen. Dann müssen wir uns aber unbedingt aufschreiben und wir sind dann die Ersten, die das auch mitmachen wollen. Und das hat uns auch den Mut gegeben, weil die nicht nachgelassen haben, dass sie unbedingt so etwas besuchen wollen. Und das hat uns den Mut gegeben, dass wir solche Kurse anbieten. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir so Kurse anbieten, dass, wenn so die Ersten da reinkommen von unseren Kollegen, dass wir immer wieder hören, wow, so gross hätten wir uns das nicht vorgestellt. Und dass Fabrikanten kommen und sagen, das sei die schönste Werkstatt, die sie in Europa gesehen haben. Und dann nachher haben wir gemerkt, also von der Grosszügigkeit her, von den Räumlichkeiten, ist das prädestiniert, dass wir das anbieten können. Und wie der Josias schon am Anfang gesagt hat, es ist so schön, wenn man von dem Wissen etwas weitergeben darf. Und wenn man das mit Kollegen zusammen macht, wir profitieren selber immer so enorm, wenn Kollegen im Gespräch mit uns sind, beziehungsweise wir mit ihnen, und sie uns Tricks und Kniffs zeigen, die wir selber noch nicht kennt haben. Es ist ein Austausch auf ganz hohem Niveau.
Das lustigste Erlebnis, das wir bis jetzt eigentlich hatten, war ein japanischer Techniker, den wir hier hatten, letztes Jahr. Und da sind alle Schweizer Techniker auch plötzlich die Augen rausgefallen, wo der hat angefangen zu arbeiten. Und dann besonders gesagt hat, für einen Arbeitsschritt, wo wir normalerweise etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde haben, hat er in seinem schönen deutschen, japanischen Dialekt gesagt, nein, ist lustig, fünf Minuten, ist fertig, ist lustig. Und dann effektiv hat er sich 5 Minuten angeklopft, wir sind alle nebenan gestanden mit riesen Augen. Und wir sagen, ja, wir haben auch noch zu lernen. Genau. Und das war notabene sein erster Kurs, den er in Europa überhaupt gegeben hat. Und er hat keine Erfahrung gehabt. Und der ist so ins Feuer hineingekommen. Am Anfang hat man ihm fast die Worte zum Maul rauslocken. Und am Schluss war er fast nicht mehr zu bremsen gewesen. Und ist so in eine Begeisterung hineingekommen und hat angefangen, aus seinem Schatzkästchen heraus zu berichten. Das war für uns ein absolutes Highlight gewesen, für jeden, der dort gestanden ist. Ja.